Heute für euch 8 Liebesbeziehungen, die nach dem Ende von der Harry Potter Saga enthüllt wurden. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video beleuchten wir die Facetten von Liebe und Beziehungen innerhalb der Welt von Harry Potter. Im Verlauf der Reihe erleben wir diverse Liebesgeschichten, die ihre Höhen und Tiefen haben, bis sie abrupt enden. Heute möchte ich speziell über Beziehungen sprechen, die sich nach dem Abschluss der Bücher und der Filme entwickelt haben. Während einige Beziehungen innerhalb der Handlung wie die von Remus und Tonks festgelegt werden, bleiben andere eher vage und unausgesprochen. Einige dieser Beziehungen sind recht offensichtlich, doch es gibt auch einige, die weniger im Vordergrund stehen. Glücklicherweise hat J.K. Rowling das Harry Potter-Universum nachträglich erweitert, sodass wir bestätigen können, dass diese nachträglichen Entwicklungen im Einklang mit dem Kanon stehen. Nummer 8. Ronald Weasley und Hermine Granger. Lasst uns als allererstes einem Weasley-Bruder unsere Aufmerksamkeit schenken. Ihre Beziehung ist vielen Fans gut bekannt und wurde sogar im Epilog der Geschichte thematisiert. Doch seitdem sind weitere Details über ihre Beziehung ans Licht gekommen. Schon zu Beginn ihrer Freundschaft gerieten Ron und Hermine oft aneinander, provozierten sich und hatten ihre Auseinandersetzungen. Dennoch fanden sie immer wieder zueinander und im Laufe der Zeit intensivierte sich eine unausgesprochene Anziehung zwischen ihnen. Viele sind vielleicht überrascht zu erfahren, dass Ron bereits im zweiten Buch Anzeichen von Zuneigung für Hermine zeigte, insbesondere als er sich über ihre Bewunderung für Gilderoy Lockhart lustig machte. Im vierten Buch begannen diese Gefühle sich zu vertiefen und im sechsten Buch war es dann offensichtlich. Nachdem der Krieg vorbei war, fanden Ron und Hermine zueinander und wurden Eltern von zwei Kindern, Rose und Hugo. Interessanterweise äußerte sich Rowling nach Abschluss der Saga darüber, dass sie vielleicht nicht den richtigen Weg eingeschlagen hatte, die beiden zusammenzuführen. Diese Offenbarung brach vielen Fans das Herz. Sie ging sogar so weit zu sagen, dass sie wohl eine Eheberatung benötigten. Vielleicht war Harry genau die Brücke, die sie benötigten, um einander zu finden. Wer weiß, vielleicht würden Ron und Hermine mit ein wenig Beratung klarkommen, sagte sie. Sie könnten es schaffen. Vielleicht sollte Ron an seinem Selbstvertrauen arbeiten, während Hermine lernen könnte, weniger kritisch zu sein. Nummer 7. Luna Lovegood und Rove Scamander. Nach dem Ende des Krieges etablierte sich Luna Lovegood als angesehene Magizologin und blieb ihrer Leidenschaft für magische Kreaturen treu. Für diejenigen, die mit dem Begriff nicht vertraut sind, ein Magizologe ist ein Zauberer oder eine Hexe, die sich auf die Erforschung magischer Geschöpfe spezialisiert hat. Ein prominenter Vertreter dieses Fachgebiets in der Welt von Harry Potter ist Newt Scamander, Autor von Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Spannend ist auch, dass Luna später Rolf Scamander, den Enkel von Newt Scamander, heiratete. Rolf, ein britischer Zauberer, arbeitete zunächst für den Tagespropheten, bevor er sich selbst der Magizologie widmete. Berichten zufolge wählte Luna für ihre Hochzeit ganz im Stil ihrer einzigartigen Persönlichkeit einen exzentrischen Outfit-Stil aus, ein Regenbogenkleid kombiniert mit einer Tiara. Zwischen den Jahren 2008 und 2014 wurden sie Eltern von zwei Söhnen namens Lawson und Lysander. Einige Fans zeigten sich von dieser Entwicklung überrascht und hatten sich eine Beziehung zwischen Luna Lovegood und Neville Longbottom gewünscht. J.K. Rowling hatte jedoch andere Vorstellungen für Nevilles Schicksal, wie ihr gleich sehen werdet. Nummer 6. George Weasley und Angelina Johnson. George Weasley, bekannt als Teil des unzertrennlichen Duos Fred und George Weasley, fand schließlich sein Glück mit Angelina Johnson, die später den Nachnamen Weasley annahm. Es ist kein Geheimnis, dass George und sein Zwillingsbruder Fred eine unzertrennliche Bindung hatten und nahezu jeden Moment miteinander verbrachten. Nach dem schmerzhaften Verlust seines Zwillingsbruders fühlte sich George in einer Welt, die scheinbar im Chaos versunken war, verloren. Obwohl die magische Welt wieder Frieden fand, stand er vor der Herausforderung, ein Leben ohne seinen Bruder zu führen. Dennoch fand George die Kraft voranzukommen, konzentrierte sich auf seine berufliche Laufbahn und erlangte dabei auch Erfolg. Im Laufe der Zeit entwickelte er eine tiefere Bindung zu Angelina Johnson, einer ehemaligen Gryffindor-Schülerin. Angelina Johnson, geboren im Jahr 1977, spielte eine bedeutende Rolle in der Buchreihe. Sie trat Dumbledores Armee bei und übernahm im Verlauf ihres siebten Schuljahres die Position der Kapitänin des Gryffindor Quidditch-Teams, was auch Harrys fünftes Jahr an der Schule war. Später fand Angelina ihr Glück mit George Weasley und gründete mit ihm eine Familie. Ein interessanter Aspekt ihrer Beziehung ist jedoch ihre frühere Beziehung zu Fred Weasley. Die Dynamik, die entsteht, wenn man die Ex-Freundin des verstorbenen Zwillings datet, sorgte sicherlich für Gesprächsstoff unter den Fans. Als zusätzliche Kuriosität taufte das Paar eines ihrer Kinder auf den Namen Fred, als Fred der Zweite, während ihre Tochter den Namen Roxanne erhielt. Nummer 5.
Draco Malfoy und Astoria Greengrass. Tatsächlich fand selbst Draco Malfoy im Laufe der Zeit die Liebe, und zwar in Gestalt von Astoria Greengrass. Zwar wird Draco im Epilog kurz erwähnt, doch es gibt kurz nur begrenzte Details über seine Beziehung zu Astoria, weshalb ich gerne dazu mehr ins Detail gehen möchte. Während seiner Schulzeit in Hogwarts schien Draco wenig Interesse am anderen Geschlecht zu haben. Dennoch hatten einige Fans spekuliert, ob Pansy Parkinson aus Slytherin möglicherweise die richtige Partnerin für ihn gewesen wäre. Jedoch kam es nicht zu einer Verbindung mit Pansy. Stattdessen fand Draco schließlich sein Glück mit Astoria Greengrass, einer Mitschülerin, die 2 Jahrgänge unter ihm in Hogwarts war. Laut Pottermore waren Dracos Eltern Narcissa und Lucius von dieser Beziehung nicht sonderlich angetan. In einem Eintrag heißt es, Draco entschied sich für die jüngere Schwester eines Mitschülers aus Slytherin. Obwohl Astoria eine Entwicklung von den reinblütigen Idealen hin zu einer offeneren Weltanschauung durchlief, wenn auch nicht so radikal, betrachteten Narcissa und Lucius sie eher als eine nicht so gute Wahl für eine Schwiegertochter. Die Familie hatte hohe Erwartungen an ein Mädchen, das zu einer der unantastbaren 28 Familien gehörte. Doch da Astoria entschied, ihren Sohn Scorpius nicht im Glauben zu erziehen, dass Muggel minderwertig sind, waren Familienzusammenkünfte oft von Spannungen durchzogen. Wie bereits erwähnt, bekam das Paar einen Sohn namens Scorpius Malfoy, der zeitgleich mit Albus Severus Potter die Schule besuchte. Eine tragische Wendung des Schicksals traf die Familie, als Astoria unerwartet und in jungen Jahren einem familiären Fluch zum Opfer fiel, wodurch Draco die Verantwortung als alleinerziehender Vater übernahm. Nummer 4. Harry Potter und Ginny Weasley. Es mag offensichtlich erscheinen, aber es gibt Nuancen in ihrer Beziehung, die möglicherweise übersehen werden. J.K. Rowling ist tiefer in Harrys Gefühle für Ginny eingetaucht. Mein Ziel war es, und ich hoffe, ich habe es erreicht, dass der Leser ebenso wie Harry mit der Zeit erkennt, dass Ginny im Grunde genommen die perfekte Partnerin für ihn ist. Sie besitzt eine Stärke, die nicht aufdringlich, sondern mutig ist. Sie muss stark sein, um mit den Herausforderungen, die Harry Potter mit sich bringt, umgehen zu können. Denn Harry hat seine eigenen Schwierigkeiten. Ich sehe Ginny als humorvoll und glaube fest daran, dass sie ein warmherziges und empathisches Wesen hat. Das sind Qualitäten, die Harry Potter bei seiner idealen Partnerin sucht. Zu Beginn schien es unwahrscheinlich, dass zwischen Harry und Ginny eine Beziehung entstehen würde. Schließlich war sie die Schwester seines engsten Freundes. Anfangs wusste Harry nicht genau, wie er Ginny einschätzen sollte. Doch nach den Vorfällen in der Kammer des Schreckens erkannte er, dass sie weit mehr als nur Rons kleine Schwester war. Sie war eine eigenständige und selbstbewusste junge Frau. Zu diesem Zeitpunkt hegte er jedoch keine romantischen Gefühle für sie. Doch im Jahr 1996 änderte sich das. Nachdem seine Beziehung mit Cho vorüber war, verbrachte Harry den Sommer häufiger mit Ginny und zwischen den beiden begann sich etwas zu entwickeln. Während des Sommers wurde Harry während seiner ersten Zaubertränkestunde bei Slughorn durch den Liebestrank Amor Tintia von einem Duft angezogen, den er als etwas Blumiges, das er im Gemeinschaftsraum gerochen hatte, beschrieb. Später erkannte er, dass dieser Geruch dem von Ginnys Haaren entsprach. Als Harry beobachtete, wie Ginny Dean Thomas küsste, spürte er plötzlich Eifersucht, was sein aufkommendes Gefühl für sie bestätigte. Bald darauf entwickelte sich zwischen ihnen eine zarte Beziehung und sie teilten einige intime Momente. Doch ihre Beziehung vertiefte sich erst nach dem Krieg. Letztendlich heirateten sie und wurden Eltern von 3 Kindern: Lily Luna, Albus Severus und James Sirius. Nummer 3. Neville Longbottom und Hannah Abbott. Ein unerwartetes Paar in der Welt von Harry Potter sind sicherlich Neville und Hannah. Obwohl sie nie als besonders eng dargestellt werden und sogar verschiedenen Häusern angehörten, Neville in Gryffindor und Hannah in Hufflepuff, gibt es dennoch einige interessante Verbindungen zwischen ihnen. Hannah, eine Halbbluthexe, begann ihre Ausbildung in Hogwarts im gleichen Jahr wie Neville. Ein gemeinsames Merkmal, das sie teilten, ist ihre Mitgliedschaft in Dumbledores Armee, was durchaus als Verbindungspunkt zwischen ihnen dienen könnte. Anschließend begegneten sie sich im Kräuterkundeunterricht, da Schüler aus Gryffindor und Hufflepuff diesen Kurs gemeinsam besuchten. In dieser Disziplin zeigte sich Nevilles Talent besonders, was darauf hindeuten könnte, dass seine Fähigkeiten in Kräuterkunde zu einem selbstsicheren und charismatischen Neville beitrugen, einem, der das Herz von Hannah Abbott im Sturm erobern konnte. Während der Schlacht von Hogwarts zeigte Neville beeindruckende Fähigkeiten und zog sicherlich die Aufmerksamkeit einiger Bewunderinnen auf sich. Obwohl sie keine Kinder hatten, zumindest ist uns das nicht bekannt, zogen sie gemeinsam über dem tropfenden Kessel ein, wo Hannah als Wirtin tätig war. Viele Fans hofften darauf, dass Neville und Luna ein Paar werden würden, doch manchmal sind die Wege des Schicksals eben anders. Nummer 2. Percy Weasley und Audrey. Als nächstes haben wir Percy Weasley.
Tatsächlich fand auch Percy, der oftmals als der etwas steife Weasley betrachtet wurde, schließlich sein Liebesglück mit Audrey, deren Mädchennamen im Verborgenen blieb. Über ihre Beziehung gibt es nicht allzu viele Details, aber sie waren gesegnet mit zwei Töchtern namens Molly und Lucy. Und schließlich Nummer 1, Bellatrix Lestrange und Lord Voldemort. Dies ist zweifellos eine unerwartete Wendung der Geschichte. Obwohl die Details ihrer Beziehung erst nach Abschluss der Buchreihe enthüllt wurden, lässt sich rückblickend darauf schließen, dass sie während der Ereignisse in der Saga eine besondere Verbindung hatten. Ein Beweis dafür ist ihre gemeinsame Tochter Delphini. Delphini wurde heimlich im Anwesen der Malfoys in den späten 1990er Jahren gezeugt und ihre Existenz passt zeitlich ziemlich perfekt zu den Geschehnissen der Originalgeschichte, auch wenn wir damals keine Anzeichen dafür hatten. Trotz Bellatrix dunkler Reputation und ihrer Rolle als gefürchtete Todesserin hegte sie eine tiefgehende Bindung zu Lord Voldemort. Das war für viele Beobachter offensichtlich. Was jedoch nicht so klar ist, ist die Natur der Anziehung zwischen Voldemort und Bellatrix. Meine Theorie bzw. die Theorie, an die ich glaube und die ich dazu gefunden habe, ist, dass Bellatrix möglicherweise einen Liebestrank verwendet hat, um eine tiefere Verbindung zu Lord Voldemort herzustellen. Aber jeder kann diese Beziehung natürlich interpretieren, wie es ihm beliebt. Falls ihr mehr dazu erfahren möchtet, habe ich ein separates Video dazu auf meinem Kanal. Und das war's mit diesem Video. Falls ich ein wichtiges Paar in Harry Potter vergessen haben sollte, schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video doch gerne ein Like und ein Abo für den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.